Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Pinkbox gekommen. Hier ist sie. Und ich möchte sie mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist ja auch eine von den Boxen, die ich von boxpalast.de gratis zur Verfügung gestellt bekomme. Deswegen kann ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir machen die mal auf. Die Pinkbox kommt ja jeden Monat und hat hauptsächlich Drogerieprodukte drin. Kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Monat. Je nachdem, was für eine Abo-Form du willst. Denn es ist eine Abo-Box. Beauty-Abo-Box. Und jetzt gucken wir mal rein. Und der Wert der Produkte ist natürlich deutlich höher als das, was du für die Box bezahlst. Und da habe ich jetzt hier erstmal ein Herzchen drin. Da es ja eine Kooperation ist, habe ich immer eine Karte mit dabei. Liebe Claudia, am Mittwoch tragen wir Pink. Oh, das finde ich gut. Das Video wird tatsächlich auch am Mittwoch online kommen. Heute haben wir noch Dienstag, aber es ist noch ein bisschen spät und ich muss es noch schneiden und so. Wer kennt dieses legendäre Zitat nicht? Ich kenne es nicht, um ehrlich zu sein. Inspiriert von diesem Zitat findest du in deiner neuen Pinkbox Produkte in der angesagten Farbe. Oh geil. Viel Spaß beim Auspacken. XOXO Maria vom Pinkbox Team. Maria. Ich glaube, Maria und Charlotte sind jetzt die gegenseitige Urlaubsvertretung oder Charlotte ist nicht mehr da. Naja. Das heißt, wir haben hier einfach pinke Produkte drin und das finde ich super. Hier haben wir schon mal den ersten Blick in die Box. Und da die Box scheinbar zu klein ist, sind auch schon ein paar Produkte daneben. Und zwar haben wir hier zuerst von Bilou Tasty Donut den, cremigen Duschschaum. Da bin ich sehr gespannt. Die Produkte von Bilou sind ja immer sehr parfümiert. Und es riecht auch schon sehr süß hier raus. Oh ja, zu 100% vegan. Das wusste ich gar nicht, dass Bilou zu 100% vegan ist. Interessant. Mit Mandelöl und Olivenöl. Das ist natürlich schön pflegend. Made with love and passion. Sehr cool. Ja, ne? Finde ich immer gut. Bilou-Produkte mag ich. Entweder für mich selber zur Anwendung oder zum Verschenken, weil ich finde die einfach auch niedlich. Ich mag die. Ja, und die sind hochwertig, finde ich. Also vom Produkt an sich her. Und dann haben wir daneben Dental Delight, eine Zahncreme mit Grapefruit-Minzgeschmack, Sunny Splash. Ich weiß nicht, was das soll, warum jetzt in letzter Zeit so oft Zahncremes mit in den Boxen drin sind. Bei der Glossy-Box hatten wir ja auch schon ein Zahnprodukt drin, aber gut. Die wollen halt, dass alles auch schön gepflegt ist, auch unsere Zähne, ne? Sollte man auch durchaus machen. Und das ist wirklich sehr pink, ne? Mega. Ja, eine Zahnpasta. Mhm. Läuft. Du hast hier bei der Pinkbox auch immer einiges an Werbung mit dabei. Das hier ist eine Leseprobe von Mara Andeck, Wunder und so, falls ich dich küsse. Also ich liebe wirklich Bücher, ich mag diese ganzen Schnulzen total gerne, aber Leseproben ist nicht so mein Fall. Dann hast du hier einen Gutschein von Bloom and Wild mit dabei, ein Gutschein von Foodist und dann noch hier so ein Heftchen, wo ganz viele Gutscheine drin sind, die ich dir aber leider nicht reinschreiben darf, weil da drauf steht, dass die nicht für kommerzielle Veröffentlichung genommen werden dürfen. Und hier haben wir eine Zeitschrift mit dabei. Du hast auch immer eine Zeitschrift mit dabei. Und dieses Mal ist es die Brigitte. Tada! Die würde normalerweise kosten 3,70 Euro. Und runter vom Gas, wahrscheinlich so ein bisschen entschleunigen, runterkommen. Eine Neutrogena-Probe ist mit drin. Alles super, denn ich habe ab nächster Woche 3 Wochen Urlaub. Oh, da kann ich wirklich mal entschleunigen und runterkommen. Und dann werde ich mir das mal zu Gemüte führen. So, diese Box ist leer. Diese Box ist voll. Das ist die Pinkbox. Das ist das neue Pinkbox-Logo, was die jetzt schon seit einiger Zeit haben. Und den Deckel öffnen wir. Hier hast du das schöne Seidenpapier mit der schönen Seidenschleife, mit einem Sticker drauf, wo With Love drauf steht. Und im Boxendeckel, das finde ich auch immer so charmant, steht drin, du bist schön. Und das finde ich einfach nett. Das finde ich immer sehr charmant von der Pinkbox. Ich rieche immer gerne dran und rieche nichts. Okay, wir öffnen das Schleifchen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, die Boxen zu öffnen. Ne? Ich bin ja echt ein Boxenfreak. Bei mir sind ja auch alle nicht normal so viele Boxen, wie ich immer habe. Muss ich ja immer wieder betonen. So, vorne drauf ist hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Millennial Pink ist das Motto der Box. Ich weiß nicht, ich glaube, ist das die Geburtstagsbox? Kann sein. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Was möchte uns der Autor damit sagen? Schauen wir uns die erste Seite an und lesen sie uns durch.
Liebe Pink Lady, an was denkst du, wenn du an die Farbe Pink denkst? Ich denke bei Pink an Gemütlichkeit, an Freundlichkeit, an Pink and Cozy halt, ne? So, alles ist kuschelig, alles ist freundlich, alles ist nett. Wahrscheinlich an crazy Einhörner, süße Zuckerwatte und fluffige Donuts und funkelnde Herzen. Naja, so ähnlich. Doch wofür steht Pink eigentlich? Die knallige Farbe ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern verkörpert unsere Generation. Eine Generation, die sich was traut und keine Angst vor Veränderung hat. Aha. Wir finden es toll, neuen Trends zu folgen oder sogar selbst welche zu setzen. Ja, das stimmt. Wir sind in der Lage, furchtlos neue Looks zu kreieren und uns selbst neu zu erfinden. Na, das jetzt nicht unbedingt. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit, muss ich gestehen. Oder ich war's, bis ich mit YouTube angefangen habe. Da bin ich jetzt ein bisschen, ja, tatsächlich ein bisschen offener für geworden. Wir lieben es, uns Zeit für uns zu nehmen und uns auch mal etwas zu gönnen. Ja, zum Beispiel die Pinkbox, die uns jeden Monat mit tollen Beauty-Highlights überrascht. Okay. Mach dich auf was gefasst, denn diese Box enthält die geballte Pink-Power. Da bin ich ja mal gespannt. Also wir sind gestartet mit einem Bilou-Produkt und mit Zahnpasta. Wir trauen uns was, Leute, und wir setzen neue Trends. Alles klar. Dann habe ich hier so eine schöne Karte mit drin und hier steht drauf, ab und zu braucht die Vernunft eine Auszeit, damit die Träume fliegen lernen können. Und das finde ich wunderschön, den Spruch. Den werde ich mir direkt auf meiner Arbeit an meine Pinnwand, die genau hinter mir ist, dran machen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig schön. Das ist ein toller Spruch und das glitzert. Das ist richtig toll. Da werden alle auf Arbeit aufschreien und sagen, ah, oh, Claudi, Pinky. Ja, Pinky Mann. Finde ich super. So, das finde ich auch super. Hier sind Invisibobbles drin. Als ich letztens beim Rossmann war, mein Haul kommt noch online, stand ich vor Invisibobbles und wollte mir neue kaufen, weil ich gemerkt habe, dass die normalen Telefonkabel-Haargummis bei mir einfach nicht so gut sind, weil die mir viel zu locker sind und die viel zu schnell ausleiern. Und hier habe ich die Invisibobbles in Pink halt, was ich cool finde. Und das ist original 3 Stück. Ja, mit einer Donut-Verpackung. Das ist super. Ja, muss man wirklich sagen, als wäre es Gedankenübertragung gewesen. Finde ich gut. Ach, und guck mal, die sind zweifarbig. Das sieht man, ne? Das ist so ein helles Rosa und dann das dunkle Rosa damit bei. Das ist hübsch. Zweifarbige Invisibobbles habe ich auch noch nicht gesehen. Next one. Washis. Ja, richtig gut. Ich benutze tatsächlich auch sehr, sehr viele Washis. Und ich habe auch schon bei Amazon gesehen, dass sie diese Pink-Edition rausgebracht haben, die halt extra für Abschminken sein sollen. Und ich glaube, da ist jetzt eins drin, wenn ich das jetzt richtig einschätze von der Größe her. Ich habe ja sonst die weißen, da habe ich einige von und jetzt habe ich auch noch ein pinkes mit dazu. Das finde ich ja super. Gucken wir uns das mal an, ob das wirklich so anders aussieht. Naja, aussehen ja schon, ne? Weil du hier noch diese pinke Seite mit dabei hast. Aber ansonsten, ich glaube, da sind die Fasern etwas fester als auf der weißen Seite. Ich weiß nicht. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich finde, dass ich jetzt das hier von der Optik her an sich, außer dass es pink ist, ne, nicht so unbedingt von dem unterscheidet, was ich schon habe. Wobei hier so ein paar weiße Fasern auch noch mit bei sind, die so minimal länger sind, so ganz, ganz, ganz verteilt. Also, na. Aber ansonsten kann ich euch die Washis wirklich empfehlen. Ich finde die toll. Ich benutze ja gar keine Wattepads mehr für mein Gesicht, sondern nur noch die wiederverwendbaren von Norville oder halt die Washis. Genau, das Einzige, wofür ich Wattepads verwende, ist für meinen Fußnagellack, um den zu entfernen. Ist übrigens richtig toll, kann ich euch nur empfehlen. Damit kriegst du wirklich echt toll die Sachen runter. Und wenn ich hartnäckiges Make-up habe, dann mache ich mir da auch Make-up-Entferner drauf und komme damit wirklich sanft und gut über mein Gesicht und krieg's gut runter. Ja. Oh la la, hier sind noch 2 weitere Bilou-Produkte drin. Beide Tasty Donut. Ach, du ahnst es nicht. Einmal ist es das 2-in-1 Body Spray. Das wird weiter wandern, weil Body Spray benutze ich eher selten. Und dann so ein süßes, das ist mir einfach zu viel. Und der pflegende Cremeschaum. Ja, auch Tasty Donut. Das ist dann für den Körper einfach zum Eincremen. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich halt vorher mit dem geduscht habe. Mit dem. Dass ich dann den hier nehme, um mich danach einzucremen. Damit dann dieser Geruch vielleicht ein bisschen länger auch noch auf der Haut bleibt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt hast du ja fast schon die ganze Kollektion davon gekriegt. Das ist ja witzig. Normalerweise hast du so 5 Produkte in der Box. Jetzt sind wir ja deutlich schon drüber. Und eins habe ich auch noch. Und zwar von No Makeup das Multipurpose Hydrating Cream. Die Multipurpose Hydrating Cream. Your Key to Beautiful Skin. Dein Schlüssel zu makelloser Haut. Okay, das ist eine neue Marke, die es auch bei DM gibt, die sich jetzt quasi auf die Kappe geschrieben haben, dass du ohne Make-up schön aussiehst. Dein Schlüssel zu makelloser Haut, auch ohne Make-up, versorgt deine Haut mit Frische und Feuchtigkeit. Durch Pore-to-Lac
Hyaluronsäure, Mandelöl und Kaliumprotein auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Bereit, es dem Tag zu zeigen. Okay. Wir glauben an Clean Care Cosmetics ohne Mineralöle, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne PEGs. Vegan und ohne Tierversuche entwickelt. Sieht dann halt auch sehr, sehr schlicht aus. Das ist halt so eine Creme. Ne? Aber passt auf jeden Fall zum Design. Ich persönlich bin eher so ein Fan von, ich bin ein Verpackungsopfer, Verpackung. Aber das passt halt zur Marke, ne? Was soll ich da groß zu sagen? Und, achso, ich wollte vielleicht mal dran riechen, ne? Die ist noch verschlossen. Und da riechst du halt auch nichts durch. Naja, aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die soll mit Feuchtigkeit versorgen. Und ja, ich mag auch gerne Tuben tatsächlich für Gesichtscremes. Das mag ich lieber als Tiegel, finde ich. Schöner. Gerade für meine Fingernägel finde ich das schöner, weil die meistens etwas länger sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Produkte. Das ist natürlich ganz schön viel. 2 mehr, als es normalerweise sind. Und die Box ist jetzt auch leer. Ja, ich fand die Box eigentlich ganz cool. Sie passt zum Motto. Ich meine, als Motto Pink zu nehmen, ist jetzt auch ein bisschen simpel, aber ich finde es cool. Also mir gefällt es persönlich richtig gut, weil es auch zur Pinkbox passt, ne? Vom Wert her würde ich das auch relativ okay einschätzen. Also ich würde schon sagen, so 50 Euro. Und ich denke, damit liegt es auch über dem von der Glossybox tatsächlich dieses Mal. Ja, also mir hat die Box gefallen. Denk dran, dass es eine Verlosung gibt. Alles dafür unten in der Infobox. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!